ist Kalli. Kalli kann noch nicht schlafen. Heute war so schönes Wetter. Da hat Kalli zu Mareike gesagt: Mareike, ich will dich heiraten. Aber Kalli, das darfst du doch erst, wenn du groß bist. Oh. Erst wenn ich groß bin. Das dauert ja ewig. Kalli Papi hat ihn mit dem Auto abgeholt und Kalli wollte unbedingt das Auto lenken. Aber Kalli Papi hat gesagt: Das darfst du erst, wenn du groß bist. Erst wenn ich groß bin. Das dauert ja ewig. Dann wollte Kalli unbedingt nicht ins Bett, weil im Fernsehen ein ganz gruseliger Gruselfilm kam. Aber Kalli Mami hat gesagt: Den darfst du erst sehen, wenn du groß bist. Oh! Oh. Immer erst, wenn ich groß bin. Das dauert ja ewig. Aber wenn ich jetzt ganz schnell ganz groß werde... Kalli will ein ganz großer Kalli sein. Und schwupps ist Kalli ein Kalli-Riese und noch viel größer als ein Haus. Jetzt kann ich alles machen, was ich will. Ich bin ja groß. Ich kann alleine Auto fahren. Aber die Autos sind ja viel zu klein. Jetzt bin ich groß und kann Mareike heiraten. Aber in welchem Haus wohnt Mareike? Von oben sieht ja alles ganz anders aus. Oh. Vielleicht hier? Oder hier? Hallo. Hallo, Polizei. Vor meinem Fenster steht ein riesengroßer Schuh. Ach, das ist ja interessant. Moment mal bitte. Ah! Vor meinem Fenster ist ein riesengroßes Auge. Entschuldigen Sie, aber können Sie mir bitte sagen, wo Mareike wohnt? Sie sind aber groß. Ja, ich bin riesengroß. Ich bin Kalli Riese. Sie sind ja größer, als die Polizei erlaubt. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur Auto fahren und Mareike heiraten und ganz lange Fernsehen. Das ist ja auch alles erlaubt, ne? Dann will ich jetzt ganz schnell, ganz lange Fernsehen. Aber Vorsicht! Heute kommt ein ganz gruseliger Gruselfilm! Ich bin ja schon groß! Ich bin so groß, ich kann durch das Fenster fernsehen. Das ist mir ja viel zu gruselig. Gar nicht schön, wenn man so groß ist. Aber jetzt will mich Mareike bestimmt heiraten. Nee, 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 Kalli, du bist mir ein bisschen zu groß. Aber du könntest meinen Drachen vom Baum holen. Ah, danke schön. Vielleicht kannst du noch andere tolle Sachen machen. Mal sehen. Hey, Kalli Riese, du könntest das Paket für Oma Annemarie hochbringen. Dankeschön. Kalli Riese, du könntest mich hier vom Dach holen. Dankeschön. Hallo, Kalli Riese. Du könntest mir helfen, den Turm hinzustellen. Dankeschön. Oh, Kalli, das hast du richtig toll gemacht. Schön, wenn man so groß ist. Und heiraten können wir ja später noch. Später, wenn ich wieder klein bin. Jetzt bin ich erstmal müde. Kalli will jetzt nicht mehr groß sein. Und schwupps ist Kalli wieder ein richtiger Kalli und liegt in seinem Bett. Schlaf schön, Kalli. Schnell ins Bett und schlaf.